Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einem Bandduell für euch. Ich habe mir dafür Verstärkung geholt, und zwar der Ersin von Old Ruins und der Simon, aka der Venom-Typ. Nicht besser. Und nein, tatsächlich nicht. Nicht der Bessery-Typ, der bin vielleicht eher ich, keine Ahnung. Ja. Aber ein Bandduell, und zwar ein reines internes Bandduell, und zwar Bessery versus Bessery. Die Geschichte dahinter ist nämlich wie folgt. Ich habe auch lange überlegt, in diesen Bandduells macht es ja gerne mit den großen Bands. Motorhead hätten wir schon, AC/DC und. Mit wem könnte man Bessery in den Kampf schicken? Mir fällt dazu nichts ein. Und Bessery kann man am besten mit sich selbst in den Kampf schicken. Ja. Ja. Weil Bessery haben einfach diese zwei großen Phasen, und deswegen sagen auch Bessery vs. Bessery. Man könnte sonst auch sagen Bessery vs. Bessery vs. Bessery. Ja. Nämlich so viel zur Einleitung. Ja. Diese beiden Alben fliegen raus aus der Bewertung. Das ist Requiem und Octagon. Die haben ja Anfang der 90er ein bisschen was Verrückteres gemacht. Das sind die beiden Alben. Ich finde es da auch nur so mittel. Quartons Stimme ist immer noch ganz cool. Mhm. Aber grundlegend geht es dann natürlich jetzt hier um Bessery Folk Viking gegen Bessery Black Metal Black Thrash. Ne? So. Mhm. Und einmal kurz zur Einordnung. Du bist nicht der größte Bessery-Verfolger, Mensch, Fan. Also ich mag die Hammerhard sehr, 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 sehr gerne. Und auch einiges von den späteren Sachen. Aber ich habe mich da jetzt nicht so krass reingehört, dass ich da sagen würde, ich bin jetzt irgendwie ja, eine Koryphäe da drin. Ich oder der einfach total nur, Maniac. Genau, ne, deswegen, ich spiele einfach nur Schiedsrichter. Und gibt's ab und zu spitze Kommentare, sehr gut. Ja, ich schrei einfach nur Hammerhard und fertig aus. Aber dann ist deine Wahl ja schon mal sofort klar. Also ich meine, das ist dann halt Hammerhard. Wir haben ja alle Alben auch schon mal hingelegt. Wir haben also dann... Vor allem ist das, glaube ich, auch bei uns beiden dann eher ein Thema Folk Viking Bessery, was mehr Alben sind in der Summe, gegenüber Black Metal Black Thrash Bessery, die du jetzt auch mal hochhalten musst. So sieht's aus. So, fängt natürlich an mit der Self-Title. Wir können ja ganz ehrlich sein, wenn man über First Wave Black Metal spricht, ist Black Metal natürlich nicht Black Metal. Also es ist eigentlich tief schwarzer Punk, wenn wir es mal ernst nehmen. Es ist einfach nur definitiv, tief schwarzer Punk, aber es hat gefallen. Er wollte schocken mit seinem Outfit und mit seinem Sound. Das hat er auch geschafft. Das klingt Texten. Wie Furz in der Dose. Aber es gibt ja auch heute immer noch die Diskussion von Venom-Fans mit Bessery-Fans, dass Venom kopiert wurden von Bessery, was ich gar nicht finde, weil die soundtechnisch gar nicht vergleichen kann. Überhaupt. Aber es gibt immer ein paar Zeilen. Ich finde, das ist eigentlich zwei Punkte. Ich finde halt auch einfach, dass das Cover super mittlerweile einfach einen Legendenstatus hat, weil diese Ziege, das ist einfach geil. Nicht umsonst die auch. Ich habe auch schon mal überlegt. Mach das. Das ist einfach ikonisch, finde ich mittlerweile heutzutage, und ist einfach ein geiles Teil. Und der nächste Schritt ging ja dann zur The Return, die, wie ich finde, diesen Spagat zwischen. Also sie sind von diesem Punkigen eigentlich komplett weggegangen, um eher so eine düstere Krachstimmung zu machen. Das hört man im Album auch an, wenn man The Ride of Darkness hört zum Beispiel oder die Sadist. Born for Burning. Oder Total Destruction. Mein absoluter Lieblingssong von Oldschool Bessery. Es ist halt einfach nur ziemlich stumpfer Proto-Black. Da geht es schon ziemlich stark in die Richtung. Würde ich schon sagen. Anders kann man nicht sagen. Bestie Last oder so, geiles Song. Finde ich das zweitstärkste Bessery-Album für mich eigentlich. Ich glaube, Bestie Last habe ich auch schon mal gehört. Bin mir da nicht mehr ganz. Ja, du meinst Bestie Wallers. Aber ja. Nee. So, dann wird es richtig Black Metal. Also ich muss gestehen, dass meine Lieblingsplatte persönlich, die meisten immer die erste hat in meinem Herzen einen hohen Stellenwert. Aber das ist einfach... Kompositorisch eine ganz andere Nummer. Wenn du da an Songs wie Massacre oder Woman of Dark Desires zum Beispiel... Das 13 sind Candles. Das sind Hits... Die, oder Enter the Eternal Fire, sind einfach Call from the Grave, Ecumenthorn, das sind einfach Black Metal Hymnen, finde ich. Ich meine, Hits haben die Alben alle. Da muss man, außer Octagon. Außer Octagon. Das war ein Griff in die Keksdose. Ja. Aber ich meine, das waren so die Höhepunkte der Black Metal Schiene, und dann hat man beim Bloodfire Devs, das ist das letzte Album, was ich auch gut, wirklich gut finde. Was ja aber auch schon ganz an krasse Anteile von dem Folkig Viking haben. Deutlich. Man hört dann hier das Intro zum Beispiel, für die, die es nicht kennen, Odin Ride Over Nordland zum Beispiel. Es ist schon eigentlich sehr viel, eine Mische, fast schon Filmmusik, wenn man bei einem hier und da geht es in die Richtung, ja. Dann, aber noch angebleckt, das hat noch... Ich wollte sagen, wenn man sich Songs wie Holocaust oder The Golden Walls of Heaven, ist immer noch hart thrashig, oder Bloodfire Death,
ich meine, wenn man so in der Szene drin ist, irgendwann gibt es so käsige Songs, da könnt ihr mir zustimmen, wie bei Heavy Metal hier, Breaking the Law, man kann sie nicht mehr hören. Ja. Es sind grundsätzlich Hits, aber man denkt sich, oh, schon wieder aus dem Blood Fire Death genauso. Aber es war immer noch ein ganz gutes Album und man hat gedacht, ja, die ändern sich, aber man muss gestehen, sie haben sich auf jedem Album soundtechnisch immer schon verändert. Das muss und, man und vor allem sagen. Auch nie mit dem Riesensprung, wie gesagt, von den beiden mal abgesehen, da haben die, glaube ich, irgendwann angefangen, 90er Jahre oder Ende 80er Metallica zu hören. Genau. Und probieren wir auch mal aus. So sieht's aus. Ja, ich dachte, da wollte er dann eher so in die Richtung Sodom und ja, auch ein genau. bisschen mehr Death Metal. Ja. Hat auch gesagt, gab, glaube ich, ein paar Interviews, dass er dann halt meinte, so, ja, okay, dann mache ich halt noch das und sonst was. Und danach ging er dann, glaube ich, sogar zurück und hat dann Nordland 1 und 2 gemacht. Nee, genau. Also, wir sind zu schnell. Ja, also, erst kam ja noch die Hammerheart und die Twilight of the Gods. Mhm. Und da war natürlich der Höhepunkt der Folkic Viking-Geschichten. Du bist beim Hammerheart dabei. Ja. Ich finde das Twilight of the Gods sogar noch besser, muss ich sagen. Aber ich meine, das hatte auch, ich meine, Shores in Flames, müssen wir noch mehr sagen. Ne? Also, das ist also ich muss so geiler. One Road to Other Bay. Ich muss gestehen, ich bin, ab da bin ich raus. Boom. Ich finde den Song, ja, der Song, den finde ich als einzigen wirklich gut auf dem Album. Und On Road to Other Bay ist zwar auch käsig, aber der ist schon ganz gut. Aber ich mach der eigentlich hier. Es ist guter Käse. Es ist sensationeller Käse. Ich bin halt einfach kein Viking und kein Folk-Fan. Es ist Parmesan. Ist so wie Number of the Beast für mich. Es ist käsig, ja, aber guter Käse. Finde ich den Vergleich finde ich auch hervorragend. Ja, schon. Es ist schon, weil es hat seine Daseinsberechtigung. Das Albumcover ist auch total geil. Ja. Aber die Album-Artwork konnten sie immer. Immer. Ja, ja. Außer Octagon sieht halt aus wie Arsch. Ja, und Requiem. Ja, und aber auch hier das danach. Vor allem hier Requiem, das sieht eigentlich schon fast aus, als ob das von Rotten.com kopiert ist. Aber ja, vor allem sieht es halt auch... ja, es soll halt 90s Death Metal sein. Es soll 90s Death Metal sein. Und die haben dann ja später mit Viking noch einen draufgesetzt, mit Blood and Ice. Absolut eins der stärksten, wie ich finde, von denen. Destroyer das ist mein zweites. Ja. Destroyer of the World, finde ich, ist ein bisschen schwächer, wird ein bisschen wie eine B-Ware von Blood and Ice. Mhm. Und die beiden Nordland-Sachen sind so dermaßen geil. Ne? Was da Nordland, der Song selbst, großartig. Und natürlich Forever Dark Woods. Da muss ich da auf jeden Fall nochmal reinhören. Also da sind natürlich nur noch Folk. Da ist ja überhaupt kein Black-Anteil mehr drin. Während ja auf der Bloodfire Death fing es ja schon an. Hammerheart, Twilight of the Gods hat ja noch so Momente oder auch, ne? Aber da sind ja wirklich nur noch Folkig. Mhm. Und das steht dann halt tatsächlich auf der anderen Seite. Also stehen tatsächlich die Folkigen gegen die angebleckten Bathory. Das ist die Ausgangslage. Vergleichen kann man sie auf jeden Fall gut, weil es natürlich von beiden, von einer Band zwei Schaffensphasen sind. Und die haben sich ja sehr schrittweise entwickelt. Mhm. Klar, die Viking-Phase oder Zeit hat insgesamt mehr Alben. Aber das sind ja doch auch einige im Oldschooligen. Kommen wir also zum Hauptteil, zum Duell selbst. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, wir müssen zum Glück nicht, wir können alle weiterhin hören, was wir wollen, aber du hast diese Theorie, du müsstest dich entscheiden, weil jemand eine Knarre auf die Brust hält, du musst jetzt das oder das für immer auf dein Lebensende nur noch hören, bist du beim Oldschool-Bereich? Und das mag sein, aber warum? Das ist die wichtige Frage. Also es ist ganz einfach. Ich bin zum Glück keiner, der lass die Platte da liegen, offen geholt. Es gibt tatsächlich... Ich bin einer der Leute, der nicht in diesen Standard-Elite-Dunst, also wie man immer sagte, die ganzen Hauptsache Schnurrbart, Scheiße hören und sagen, Hauptsache Oldschool, das interessiert mich nicht. Das ist Musik. Mich musste immer schon, vor allem wenn es in den Extrem-Metal-Bereich ist, muss mich packen. Mhm. Und Bastards sind so Sachen, da kann man feiern zu, weil die Songs sind punkig, die Songs haben Fun. Naja. Wenn ich dann eher Bock habe auf, irgendwie, wenn ich schlecht drauf bin oder Wut habe, höre ich diese Return an. Wenn ich einfach, weiß ich nicht, jeder Song bis zur Bloodfire Death hat irgendwie alles für eine gewisse Stimmung. Mhm. Man kann immer noch Party auf die Songs machen. Ja, die Songs sind immer noch stark. Ich verstehe den Weg. Ich meine, die meisten alten Bands haben irgendwann ihren Weg geändert. Wenn wir von Death anschauen, bis auf Sex. Celtic Frost, wo es auf einmal anfing, oder Morbid Angel mit Hip-Hop-Jugend, nee, das war Celtic Frost. Und Morbid Angel mit ihrem Techno-Album. Boah, jeder hat mal einen Schuss im Arsch, aber weiß ich nicht. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde, die
die alten Bestry-Sachen haben einfach ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, das ist auch alt, aber ich meine, es ist halt, ich finde, das war cooler für mich persönlich, aber ich, wie gesagt, ich stehe einfach nicht auf Volk und Viking. Deswegen, ich habe mir die Platten alle einmal angehört und die Hammerhard bestimmt auch ein paar Mal öfter. Das sind coole Songs, wenn man Bock drauf hat, aber das sind so die Sachen, da muss ich Bock drauf haben, die kann ich immer hören. Ja. Das ist so der Grund für mich, das dass ich das kann ich gut verdiene. Verstehen. Mhm. Bei dir ist es... Ja, Hammer. Auf jeden Fall, die Hammerhard. ich bin aber halt leider nun mal auch mit größtenteils Folk und sonst was auch in den Metal-Bereich reingestiegen. Und Bathory waren früher eigentlich gar nicht auf meinem Schirm. Bis auf Satan My Master. Das ist das Witzige dabei. Weil das war einer der Songs, die mir mal irgendwie gegeben worden sind auf einem MP3-Player. Und da wurde mir gesagt, hör dir das mal an, das ist total böse und sonst was. Und dann höre ich es mir an und denke mir so... Auch als Dimmu Borgir-Cover damals war bei okay. mir okay. So. Ja, es war halt irgendwie... Es hat halt mich nicht gepackt und ich hatte halt aber auch noch gar keinen Bezug dazu. Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt oder sonst was. Ich fand es einfach nur dann irgendwann witzig, weil er halt die ganze Zeit gekriegt hat, Satan My Master. Mhm. Das war das Einzige, was man dann früher auch verstanden hatte. Necromancy. Auch gut, das aber die Bathory hat halt für mich so, die Bathory sag ich, ja, die Hammerhard hat für mich so die Mischung von dem Punkigen und Rohen irgendwo. Also es ist roher. Es ist da deutlich noch, Metal. Ja, es ist tatsächlich noch roh, auch in der Produktion genau. Sowieso. Aber ich finde auch, halt. In dem, wie vor allem aber auch an der Stimme finde ich das. Weil er versucht überhaupt gar nicht zu singen, er schreit einfach teilweise. Ja, aber ich finde tatsächlich... Ja, genau so schlecht als ja, das genau, der Witz ist, am Ende ist es wie bei Ozzy, bei Kraton. Ja. Ozzy ist ja kein guter Sänger, aber er hat eine markante Stimme. Genau. Und dadurch hast du diesen uniken Faktor. Und ich finde tatsächlich, bei dem Black-Metal-Anteil, und das ist auch tatsächlich mein Punkt, ist Kraton einfach alles gut, ne? Aber seine wirklich markante Stimme kommt im Folking raus, weil der hat eine so eigenartige Stimme eigentlich. Es ist absolut nicht schlecht, aber wie ich schon sagte, das sind Sachen, da muss ich da mal Bock drauf haben. Ja, und ich muss auch gestehen, aber geht ja auch nur um die Entscheidung. Genau, keine der Alben nach Hammerhard habe ich öfter als zweimal gehört. Ja. Und ich glaube, ich habe die in der letzten Zeit, glaube ich, öfters verschlungen. Also. Gut, die Hammerhard ist wirklich großartig. Vor allem, die Sache ist, man kann zum Beispiel auch die Hammerhard und auch die davor hier Bloodfire Death. Man kann den 13. Krieger zum Beispiel einfach mal auf stumm schalten und das dann durchlaufen lassen. Und bei den ganzen Shots, die halt im Nordland sind und sonst was, so einfach mal durchpassieren lassen. Und einen schönen One Road genau. Kannst du selbst ohne der Barbar anmachen. Dann auch, geht das auch eine gute Idee. Ja. Und bei mir ist es tatsächlich, ich muss ja auch noch mein Fazit abgeben, ich bin mit Bathory eingestiegen mit dem alten Kram. Mein älterer Bruder hat mich immer genervt mit dem, ich habe es damals weinenden Quarton genannt, der immer so und so, hat mich damals nicht gepackt. Und da hat mein Bruder mich verarscht, weil ich wusste noch nicht so viel. Und hier, hör mal das, und das war Equimenton und Woman of Dark Desires und bam, bam, bam. Und ich war nur auf Oldschool Black Metal. Und da war wirklich so, fuck, ist das geil. So, was ist das? Ja, Bathory, ja, laber nicht. Ja, doch, ist Bathory. Haben sich halt sehr gewandelt. Und das war mein Einstieg. Aber die Qualität liegt im Folkigen. Ja. Weil ich bin auch natürlich inzwischen super krass im atmosphärischen Black Metal. Das ist ein bisschen mein Ding. Und diese Stimmung und die Atmosphäre, die ich im atmosphärischen Black Metal so mag, gerade so die Sachen, die waren jetzt die letzten 10 Jahre, da bist du bei gerade, und dann bin ich albentechnisch Hammerhard, Twilight of the Gods, aber wirklich auch die beiden Nordland, finde ich nämlich super, super unterschätzt. Muss ich noch hören. Und ich finde auch zu wenig erwähnt, weil du hörst immer entweder Twilight of the Gods oder den Oldschool-Kram, aber über die 90er geht die Diskussion selten. Ja, und aber die Nordland-Alben oder auch die Blood on Ice sind wirklich zum Zungeschnalzen. Ja. Und deswegen bin ich tatsächlich auch, vielleicht ist das in 10 Jahren anders, aber jetzt auf jeden Fall beim Folking Bathory dabei, wenn ich mich entscheiden müsste, auch wenn ich wirklich Oldschool Bathory und vor allem Born for Burning schmerzlich vermissen würde, einen der ersten Songs, die ich auf Gitarre gelernt habe, geiler Riff, auch super geil, eigentlich klingt es als nach Doom, aber wirklich super geil. Und aber wo wir uns letztlich alle einig drüber sind, und die sind eigentlich unnötig, oder? Das wäre tatsächlich mein Endfazit gewesen. Für jeden, der Bathory gut findet oder noch nicht kennt, hört euch alles an, lasst das weg. Ja, wenn das der Einstieg ist, habt ihr verkackt, muss man ganz klar sagen. Also, oder fangt damit an, um zu denken, was ist das denn für ein Rotz, hört euch den Rest und denkt, oh, ist ja doch ganz gut. Also,
Ist egal. Risikobehaftet. Ja. Egal, ich lasse es einfach. Und wenn ihr die gut findet, we can't be friends. Okay. So, also unsere Wahl steht, Oldschool, Hammerhart, und aber bei mir dann auch alles der Viking-Teil, ja. Ganz klar. Jetzt aber die Frage an euch, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Bessery oder Bessery, Oldschool oder, ja, Oldschool, muss man letztlich sagen, Folkick oder Black Metallisch, für wen entscheidet ihr euch? So, jetzt Pistole auf der Brust, ihr müsst euch entscheiden. Kommentiert jetzt. Do it. Do it now. Get to the chopper. Sehr gut, das ist dann ein hervorragendes Schlusswort, oder? Ich bin sehr gespannt, was da kommt und wie eure Stimmen und so sind. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Mal sehen, was wir dann als nächstes noch haben. Bis dahin.